Okay, kommen wir zum dritten Satz. Seguimos con la tercera frase. In diesem Sinne ist alles, was aus der Liebe kommt, ein Wunder. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Also das heißt, alles, was aus der Liebe kommt. Was ist alles, was aus der Liebe kommt? ¿Qué significa todo lo que procede del amor? Im Grunde alles. Básicamente es todo. Es gibt nichts, was nicht aus der Liebe kommt. Nada existe que no viene o no procede del amor. Man kann nur durch das Ego eine Art Dunkelheit erschaffen, die nicht existiert. Solo es posible a través del ego crear una percepción que solo existe una obscura. Das ist so eine bestimmte Art von Groll. Eso es como un resentimiento. Und es bedeutet nichts. Y no significa nada. In Wirklichkeit entstammt alles der Liebe und ist auch deswegen Liebe. En realidad, todo se procede del amor y solo es amor. Also im Klartext bedeutet das, Y eso significa. wenn du in jemanden anderen etwas Böses siehst, Si ves algo mal en una otra persona, dass das dann eine Einbildung ist. eso es una ilusión. Diese Illusion kann aufgehoben werden. Esa ilusión se puede deshacer. Sie kann mit Hilfe des Heiligen Geistes, durch dessen Führung, aufgehoben werden. Con la guía del Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo, esa ilusión puede deshacerse. Er kann mit dir ein Klassenzimmer bauen. Stop. Ja. Also, er kann mit dir eine Klasse der Läuterung machen. Él puede hacer contigo una clase de purificación. Mit dieser Person, die du als böse betrachtest. Con esta persona que tú ves como malo. Die Person muss noch nicht mal physisch anwesend sein. Y no es necesario que esta persona está presente. Also physical muss sie nicht. Físicamente presente. Sondern es reicht, wenn du sie im Geist, diese Klasse mit dem Heiligen Geist machst. Es suficiente que haces esta clase juntos con el Espíritu Santo en mentalmente. Es ist sogar besser im Geist. Y es mejor en Espíritu. Kann sein, dass du der Person später noch physisch begegnest und dass du dann siehst, dass alles gut ist. Puede ser que luego vas a encontrar a esta persona y vas a ver que todo está bien. Wenn du dich dann einfühlst und keinen Groll mehr fühlst, dann ist alles gut. Y si entonces tú
sientes adentro de ti y tú sientes que ahora que todo está bien, entonces todo está bien. Oder auch keine Angst mehr. También si no tienes miedo. Wenn du Angst vor jemandem hast, dann ist es nicht richtig. Si tú tienes miedo de una persona, eso no es correcto. Das muss nicht sein und darf nicht sein. Eso no es necesario y no tiene que ser. Ehrfurcht vor Gott ist angebracht. Okay, also. Okay. Es apropiado tener temor reverencial hacia Dios. Aber nicht vor deinem Bruder. Pero no antes de tu hermano. Sogar Jesus ist dein Bruder und sagt das. Jesús también está tu hermano y está diciendo esto. Also lass dir vom Heiligen Geist ein Klassenzimmer der Purification machen. Entonces deja que el Espíritu Santo te crea una clase de purificación. Alle werden nach dem Klassenzimmer im Frieden sein. Y después esta clase, todos estarán en paz. Dann schauen wir an den letzten Satz noch einmal. In diesem Sinne ist alles. Revisaremos la última frase. In diesem Sinne ist alles, was aus der Liebe kommt, ein Wunder. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Also, das heißt, dein Bruder ist ein Wunder und du bist ein Wunder. Eso significa que tú eres un milagro y también tu hermano es un milagro. Ihr beide kommt aus der Liebe. Ambos vienen del amor. Und das Wunder Ambos ist proceden gleichzeitig del die amor. Liebe. Y el milagro en lo mismo tiempo es el amor. Also bist du und dein Bruder Liebe. Entonces, tú y tu hermano estáis el amor. Nur Liebe, nichts Schlechtes. Solo amor, nada malo. Das ist alles. Eso es todo. Wir verbinden uns einige Sekunden mit den Worten, die ich gesagt habe. Conectámonos con estas palabras. Kommen wir zur Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Mira, ¿cómo te sientes en este momento? Ich fühle mich, ja, froh und irgendwie leicht. Me siento alegre y ligera. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Gracias, Mira. Conectámonos durante algunos segundos en tu feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. Ahora mi feedback. Es geht mir gut und ich bin dankbar und im Frieden. Me siento bien, agradecido y en paz.
Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und dann mit dem Feedback von mir. Y conectamos durante algunos segundos con mi feedback. Dann wünsche ich einen wunderbaren Tag in der Show Christi, in der Erlösung. Un día maravilloso en la visión de Cristo. Adios.